Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Let's Play Democracy 3. Auch diese Folge stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Wir haben immer noch einen Überschuss, wir haben eben ein bisschen was ausgegeben. Wir können tatsächlich noch ein bisschen mehr machen. Wir können nochmal auf Arbeitslosenzahlen gucken, was ist alles so. Das beeinflusst, das Rote beeinflusst ist alles positiv. Arbeitslosenunterstützung möchte ich nicht runterfahren. Technologie und Produktivität ist nur ein kleiner Impact. Immigration hatten wir jetzt eben schon mal kurz angefasst. Ja, du hast gesagt, ne, Weltwirtschaft ist der Schlüssel. Wo sind wir da? Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben jetzt noch 32. Wir können noch mal in neue Sachen reingucken. Vielleicht Wohlfahrt. Alcohol Awareness Campaign, also dass man sich darüber im Klaren ist, wie gefährlich Alkohol ist, könnten wir machen. Ja, grundsätzlich ist es immer gut. Aber auch das wäre dann so eine Kampagne, die kostet uns Geld, die würde uns möglicherweise nicht so wahnsinnig viel bringen, aber es spricht auch nichts dagegen. Ja genau, es gibt, das stimmt. Das schadet ja nichts. So. Ja, Schaden tut's nichts, das stimmt. Es tut der Gesundheit gut. Ich hätte jetzt mal gesagt, so, wir gucken mal nochmal, was wir hier haben. Mietpreisbindung. Dann hätten wir endlich mal eine wirklich sozialistische Politikdebatte. Oder sozialistisch geprägte Politikdebatte. Auch auf diesem Kompass. Das stimmt, ja. Genauso wie das hier. Also verboten, wenn man, dass man ein zweites Haus besitzen darf. Mhm. Aber es fasst alles nicht die Probleme an, die wir haben, ne? Richtig. Ja. Also man kann das alles machen und man kann das alles diskutieren, aber ich hab den Eindruck, es ist eher so ein bisschen der Glitter ringsrum. Ja. Das hilft uns nur bedingt. Ja. Ich kehre wieder zurück zur Förderung der ländlichen Entwicklung, die du ja auch ganz großartig findest. Weil es, glaube ich, auch was gegen Armut und Arbeitslosigkeit tut, direkt. Zwar mit einer Latenz über 6 Quartale, aber tatsächlich, wir haben einen kleinen Überschuss. Wir hoffen, dass die Weltwirtschaft sich erholt. Die möglichen Kosten sind nicht so wahnsinnig hoch, selbst wenn wir es ganz aufreißen. Und wir waren beide sehr davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist. Genau, ich glaube, wir hatten das nur zurückgestellt, weil es sich vorrangig um den Bereich Landwirtschaft handelte. Ja. Und wir zu dem Zeitpunkt, wo wir es einführen wollten, gedacht haben, ach nee, lass uns erstmal noch einen anderen Bereich sehen. Jetzt genau. Aber, klar, lass uns das umsetzen. Niedrige Einkommen kommen hoch, das ist super. Arbeitslosenzahlen sind direkt betroffen. Gleichberechtigung Landwirte. BIP geht direkt hoch mit einer kleinen Latenz und es gibt mehr Landwirte, das ist schön. Ich würde da tatsächlich... Und das kostet auch nicht viel. Nee, maximal... Also wenn ich sehe, was das an Auswirkungen hat. Ja, BIP ist auch 5,6%. Genau. Wie gesagt, wir müssen halt irgendwie schauen, dass unsere staatlichen Ausgaben nicht irgendwann rein in der Wirtschaft landen, sondern dass die Wirtschaft auch noch irgendwas tut. Das finde ich alles Mögliche von allen Seiten quersubventionieren. Aber schlussendlich läuft es genauso. Wenn man politisch steuert, muss man das mit Anreizen unterlegen. Ja. Aber ich glaube, also hier laufen wir nicht Gefahr, dass das passiert, würde ich sagen. Ja, ich finde das super. Ja, dann machen wir hier maximal, und jetzt haben wir noch 5 und dann gucken wir, wie sich das mal auswirkt, würde ich sagen. Einfach nächste Runde. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ah, ja. Dieselbe Nummer mit der Sophie Rousseau, die eben
einen Knick in ihrer Loyalität bekommen hat, als wir den anderen Minister ausgetauscht haben. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal gucken. So, und jetzt sind wir bei einem neuen Dilemma. Geschwindigkeitsbeschränkungen. Eine große Autofahreraktionsgruppe hat die Regierung bedrängt, die Geschwindigkeitsgrenzen auf den Hauptstraßen anzuheben. Diese Grenzen wurden vor Jahren festgelegt und seitdem habe sich sowohl die Kfz-Geschwindigkeit als auch die Bremsleistung verbessert. Ja, aber leider nicht die Reaktionszeit. Entschuldigung, erstmal vorlesen. Geschwindigkeitsgrenzen anheben. Wir haben uns weiterentwickelt seit den Zeiten, als ein Mann mit einer roten Fahne vor dem Fahrzeug einhermarschierte. Oh Gott. Die nationalen Geschwindigkeitsgrenzen sind dämlich niedrig und sie werden zumeist ignoriert. Wir können die Grenzen nicht wirksam durchsetzen und solange die Grenzen nicht einen vernünftigen Stand erreicht haben, werden die Autofahrer damit nur angespornt, das Gesetz zu brechen. Wir müssen die Grenzen umgehend anheben. Da wäre meine Reaktion erstmal sofort die Verkehrspolizei weitaus besser finanzieren. Ja. Nichts ändern. Es gibt ja nichts ändern. Was für eine Argumentation? Ja, es ist ja nichts ändern. Es gibt keinen Grund für die Existenz der. Es gibt einen Grund für die Existenz der Geschwindigkeitsgrenzen. Wie die Dinge liegen, sterben zu viele Menschen auf unseren Straßen und die Geschwindigkeit ist oft ein Faktor, ob man einen Unfall überlebt. Ja, es stimmt, dass die Leute die Grenze, so wie sie ist, überschreiten, aber ein Anheben würde nur ein schnelleres und gefährlicheres Fahren zur Folge haben. Lass die Grenze so, wie sie ist. Ja, da würde ich sofort, also, puh. Also das heißt, wir haben schon eine, das ist ja erstmal gut. Ja. Ich glaube, es geht ja tatsächlich um innerorts. Mach doch mal, oder nicht innerorts, sondern mach doch mal anstatt 50, 60 oder sowas. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Oh Mann. Ich fahre ja Auto, seit ich 18 bin. Ja. Das ist auch, also immer noch und sehr regelmäßig. Und ja, es geht mir unglaublich auf die Nerven, wenn ich an Tagen, wo ich ganz dringend nach Hause möchte, mit 120 oder noch weniger, von A nach B tuckle und irgendwie denke, oh, du könntest schon zu Hause sein. Nichtsdestotrotz erkenne ich das Argument völlig an, zu sagen, Leute, für unsere Umwelt ist es echt super. Es ist außerdem aus Verkehrsgründen total wichtig, dass man solche Begrenzungen hat. Okay, damit verstehe ich auch alles. Hier ist es schon wieder die Frage, welche Grenze gibt es denn? Also mir fällt es schwer zu sagen, finde ich gut oder nicht gut, weil ich keine Zahlen habe. Im Zweifelsfall kann ich aber auch mit deiner Entscheidung gehen. Ja, mal abgesehen davon kann ich mich nicht dazu durchringen, diese armselige Begründung bei der Geschwindigkeitsgrenze anheben, in irgendeiner Form mit einem Klick zu honorieren. Genau. Also, was also wir könnten doch mal versuchen, vernünftig zu argumentieren. Ich übe das auch immer noch, aber wenigstens in so einem Text könnten wir das machen. Ja, also ich bin einfach von der Unfallstatistik, wie viele Tote und es ist halt tatsächlich nachweisbar von der Geschwindigkeit abhängig. Also ich fahre auch Auto und ich fände eine generelles Tempolimit auf Autobahnen super. Ich fände auch 80 auf Landstraßen generell großartig. Ja, da wäre einem so viel mitgeholfen, aber da schleppe ich einen ganzen Koffer mit mir rum, weil ich sehr lange im Rettungsdienst gearbeitet habe. Stimmt. Ja. Stimmt. Und für mich Autofahren häufig ist, ich berufsbezogen ist. Also ich fahre irgendwo hin, habe dann einen Auftrag und fahre wieder zurück. Es ist halt auch selten irgendwie privat. Von daher denke ich nur, ich muss schnell und möglichst staufrei und stressfrei von A nach B kommen. Ich ganz persönlich nehme in der Regel die Bahn, aber ich komme nicht in jedes Dorf mit der Bahn. Hm. Deswegen bin ich eher weniger begeistert, ganz persönlich von Geschwindigkeitsbeschränkungen, kann aber die Argumentation auch total nachvollziehen. Und ehrlich, wer bin ich denn, dass ich jetzt hier meinen eigenen, oh, ich will aber schneller fahren, Bereich jetzt gerade über gute Argumente stelle. Deswegen. Ja, also nichts ändern, dann haben wir das Dilemma auch abgelegt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie sieht's hier aus? Da stagniert's. Und hier
Es ist wieder ganz leicht angestiegen. Wir gucken auf die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft steigt wieder ein kleines Stück. Unser BIP steigt proportional zum Anstieg der Weltwirtschaft stärker an. Und wir haben einen größeren Überschuss. Wir haben einen Überschuss von 10 Milliarden. Cool, oder? Das ist total gut. Ich freue mich auch gerade ein bisschen. Okay, also der Teil der Hoffnung ist schon mal aufgegangen. Ja. Bleiben nur noch unsere beiden rot unterlegten Bereiche. Ja. Ich weiß nicht, ob wir mit Aussitzen da wirklich weiterkommen. Ich hoffe es einfach, aber ich weiß nicht. Ja. Ja, ich gucke auf die Arbeitslosenzahlen. Arbeitslosenzahlen gehen nach unten. Das ist schön. Förderung der ländlichen, das fängt erst an. Das dauert 6. Ne? Also das ist tatsächlich jetzt in der Mache und wird die weiter drücken. Das sehr ist schön. Super. Dann müssten wir auch da eigentlich entspannt durchkommen, ohne dass wir das jetzt hier noch großartig im Detail anfassen müssen, vermutlich. Ja, hoffe ich auch. Ich hätte jetzt gesagt, wir könnten in die Körperschaftssteuer gehen. Könnten wir, aber hatten, ich weiß gerade gar nicht, haben wir vorhin... Oh, wir haben die schon gesenkt. Ah ja. Glaube ich. Stimmt. Wir hatten die schon gesenkt in erster Reaktion darauf. Ja, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ich hatte überlegt, in dem Transportbereich, ob wir da noch irgendwas finden, um dort ein Stück weit nachhaltiger das nochmal zu verankern, diesen Bereich auch sowohl bei den politischen Ideen als auch dann in den konkreten Subventions- und so. Wir könnten Neuwagen unterstützen. Also ist im Prinzip auch eine Wirtschaftsförderung, indem wir halt quasi Geld rausgeben, dass sich die Leute neue Autos kaufen können. Mhm. Ich bin so staatliches Monorail-System. Das finde ich einfach total spannend. Einschienenbahnen werden oft als das Transportsystem der Zukunft angesehen. Sie gelten als schnell, zuverlässig, umweltfreundlich. Das Hauptproblem sind jedoch die hohen Kosten. Auch die lange Bauzeit ist eine wesentliche Überlegung, weshalb es lange dauern würde, bis die Investition in ein staatliches Netzwerk eine gute Rendite erbringen würde. Wir sind wenig an Renditen interessiert. Es ist aber sehr teuer. Mögliche Kosten bis zu 8,2 Milliarden. Und mindestens 7,4. Ja, genau. Also es würde jetzt gerade das, was wir an Überschuss haben, auffressen. Und die Implementierungszeit ist extrem langsam. Und ich schiele hier drauf. Ja, das ist auch so eine Sache, die haben wir, glaube ich, 2008, 2009 nach der Wirtschaftskrise gehabt. Die debattieren haben wir jetzt auch wieder. Die Abwrackprämie. Damals war es die Abwrackprämie, heute geht es, glaube ich, schlussendlich vorrangig um E-Autos und Hybrid und so. Aber also das kam zum Schluss dann bei raus, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht schon sowas haben für... Ah nee, genau, wir haben Electric Car Initiative. Also es ist nur eine Initiative. Na gut, also ich meine, wir versuchen jetzt gerade alles Mögliche, damit wir Biokraftstoffe haben, damit wir elektrische Autos haben. Jetzt könnten wir, wo die Weltwirtschaft nach oben geht, überlegen, wenn die Löhne steigen, die Arbeitslosenzahl sinkt, gibt es also auch mehr Leute, die sich Autos kaufen können. Also ich glaube, jetzt ergibt es ein Stück weit mehr Sinn, das einzuführen, als noch vor 3 oder 4 Runden, wo wir einfach uns auch wirtschaftlich gut ging. Ja, würde ich doch sagen, machen wir es mal und gucken mal, wie die Reaktion ist. Wir können es immer noch relativ niedrig ansiedeln, wenn uns das nicht gefällt. Ja. Autofahrer finden es gut. Machen wir mal was für die Auto. Ölbedarf sinkt ein kleines Stück. Okay, Einkommen für die Autofahrer geht nach oben. Fahrzeugnutzung geht ein Stück weit hoch, aber das ist, glaube ich, okay. CO2-Emissionen geht runter. Die Umwelt findet es gut und das BIP steigt leicht an. Das fängt doch schon mal gut an. Ja, da würde ich mal sagen, wir gehen mal auf 2 Milliarden und gucken dann mal. BIP, kaum Änderung. Fahrzeugnutzung finde ich 2,8 auch vollkommen okay. Autofahrereinkommen und die Meinung der Autofahrer ist nicht schlecht. Also Einkommen finde ich besonders gut. Und vor allem CO2-Emissionen immer noch und Ölbedarf auch.
Ja, das finde ich auch gut. Na dann. Los geht's. Nehmen wir das doch mal. Dann haben wir jetzt 2 Milliarden unseres 10 Milliarden Überschusses ausgegeben. Was haben wir eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Wissenschaftliche Fördermittel, die haben wir eh schon hochgesetzt. Hui. Und die sorgen auch für niedrige Arbeitslosenzahlen. Ich glaube, das gehört zu den ersten Sachen, die wir gemacht haben. Ja, kann gut sein. Wir können mal gerade Kostenhistorik. Ja. Ja. Spannend. Gab es bei den politischen Ideen noch irgendwas? Also, wo war, wir könnten Recht und Ordnung haben wir so ein bisschen. Geschlossene Wohneinlagen hatten wir schon mal. Da haben wir lange nicht drauf geguckt. Das wollen wir nicht wirklich. Elektronische Fußfessel, eine Hightech-Alternative zur Inhaftierung, bei der sich die Menschen nach der Entlassung aus dem Gefängnis wieder in die Gemeinschaft integrieren können, wobei sie von der Strafverfolgungsbehörden aber weiterhin im Auge behalten werden können. Liberale sind besorgt, dass es ein derartiges System ein Schritt zum Polizeistaat hin ist, in dem wir immer und überall überwacht werden. Aber das Argument verstehe ich nicht. Ansonsten werden die Leute doch in Haft. Ja, genau. Insofern, da werden sie ja 24/7 überwacht, außer sie haben Ausgang. Ja, ja, also das finde ich auch, also fände ich eine interessante Sache. Tatsächlich. Ich hatte ernsthaft noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber es erschließt sich mir. Also es kostet uns weniger, weil Leute im Gefängnis kosten Geld. Genau. Und so könnte, wenn alles gut geht, die Chance der Integration in Arbeitsmarkt und das Sozialleben gefördert werden. Ja. Ich glaube, wenn ich habe das so im auf dem halben Ohr im Hinterkopf, sage ich jetzt einfach mal, da gab es doch, also ich meine, dass in der Debatte, wo wir das mal in Deutschland hatten, ich komme aber nicht mehr drauf, bezüglich Gefährder. Ach, das war vermuschelt mit anderen Sachen. Aber da war auch ein Argument, was ich verstehen konnte, war, wenn wir Fußfesseln als generelle Maßnahme einer Verurteilung ansehen, dann kommen wir eventuell irgendwann dahin, dass die Schwelle dazu immer niedriger wird. Ah. Dass du dann, das zweite Mal beim Schokoriegel Clown erwischt worden, also bist du jetzt mal 8 Wochen unter Überwachung. Also das Abschreckungspotenzial ist sozusagen ein bisschen geringer. So dieses, passiert ja eh nichts, kriegst du Fußfessel und in der Zeit darfst du nicht schwarz fahren und gut. Oder? Ja, interessant, dass du es so rum interpretierst, aber ich hatte das jetzt tatsächlich interpretiert zu, und es werden dann sukzessive immer mehr Menschen überwacht, was ich für schlecht halte. Aber auf der anderen Seite stimmt das auch, das Abschreckungspotenzial ist. Aber es gibt ja auch Studien mit dem Abschreckungspotenzial. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, es klingt erstmal gut, weil hier im Text, daran richte ich mich jetzt so ein bisschen, dass das der Integration hilft, wenn es vor allem da angewendet wird, wo quasi der Strafvollzug dann ausgeschlichen werden kann und eine bessere Integration da ist. So deswegen, würde ich es auch verstehen. Ja, deswegen würde ich es einführen und wenn wir es eingeführt haben, würde ich auch nochmal nach Gefängnissen gucken, weil da haben wir noch gar nicht drauf geguckt und so. Das stimmt. Ja. Das geht ja gar nicht. Das ist so ein wichtiger Teil. Ja, also machen wir erstmal den hier. Aus dem Chat kommt auch gerade Sexarbeit entkriminalisieren, finde ich interessant. Ja, da können wir auch nochmal drauf gucken. In den Kriminalteil haben wir gar nicht so viel reingeguckt. Liberale finden es doof, Kriminalität geht zurück und Gewaltverbrechen gehen zurück. Nicht wirklich Probleme, die uns jetzt gerade wehtun, aber ja, ist doch super. Also ich würde es tatsächlich so lassen hier. So, -7,7 Kriminalität und Gewaltverbrechen auch. Oder willst du es hochsetzen? Nee, ich würde es so lassen. Okay. Ich finde das schon ganz schön einen bemerkenswerten Impact für so wenig Geld. Ja. Also. Habe ich jetzt die Fußfesseln eingeführt oder nicht? Ja, doch, tatsächlich, da. Alles klar. Habe ich gemacht. So, dann haben wir, was haben wir hier? Überwachungskameras. Interessant.
Wir geben dafür Geld aus. Die Kriminalität ist niedrig. Gewaltverbrechen sind auch niedrig. Die Konservativen mögen das. Das kostet uns halt auch ein bisschen was. Wir müssen halt, da sieht man auch diesen Unterschied. Die Konservativen finden es total super, weil alles überwacht wird. Wobei auch da die Frage ist, was ist eigentlich Konservativismus? Und die Liberalen finden es überhaupt nicht gut, weil wir überall überwachen. Bloß die Frage, wollen wir weniger Überwachungskameras oder weniger Überwachung oder wollen wir es so lassen? Ja, ja, wir haben nicht genug politisches Kapital, um es zu ändern. Wir haben nur noch 5. Also, dann würde ich auch sagen, wir machen nächste Runde und gucken uns dann mal diesen Teil hier an, weil ich glaube, da ist ein bisschen Potenzial und das mit der Sexarbeit finde ich auch nicht schlecht, was eben gesagt wurde. Auf die Diskussion freue ich mich auch schon. Recht und Öffentlichkeit. Wo hast du das denn gesehen? Prostitution legalisieren. Ist so eine Sache, die uns bei keinem unserer Probleme hilft, aber es ist eine interessante Diskussion, das stimmt. Ich würde jetzt erstmal, bevor wir uns zu neuen Ideen widmen, nächste Runde machen und uns mal hier mit der Recht und Ordnung-Ecke beschäftigen. Mhm. Online-Tracking. Wieder ein Dilemma. Eine zunehmende Fähigkeit großer Unternehmen anhand ihrer Kundendatenbanken und Big Data, das Kundenverhalten zu analysieren, hat zu Besorgnis und den Schutz der Privatsphäre geführt. Die Unternehmen bestehen darauf, dass diese Daten in vielen Fällen anonym sind und lediglich dazu verwendet werden, den Kunden einen besseren Service zu bieten, wohingegen die Aktivisten behaupten, dass große anonyme Körperschaften Big Brother-artige Datenbanken ohne Zustimmung der Verbraucher schaffen. Tracking verbieten, diese Art des Vorgehens ist fast unheimlich und bringt für die Verbraucher gleichzeitig auch das potenzielle Risiko eines Identitätsdiebstahls mit sich. Die Firmen waren über die Jahre hin gut bedient, ohne Informationen zu jeder einzelnen Entscheidung der Kunden nachverfolgen und speichern zu müssen. Und sie können auch ohne diese Informationen auskommen. Die Menschen haben das Recht, Dinge zu kaufen, ohne praktisch überall von digitalen Spionen verfolgt zu werden. Tracking erlauben. Die Gegner des Online-Trackings stellen es viel bedrohlicher dar, als es tatsächlich ist. Worum es hier ganz einfach geht, ist die Tatsache, dass den Unternehmen erlaubt wird, genaue Informationen zu den Präferenzen der Kunden aufzunehmen, sodass diese bessere Produkte machen und ihre Werbung effektiver einsetzen können. Das ist absolut harmlos und für eine moderne Wirtschaft auch unerlässlich. Es besteht kein wirklicher Bedarf, dass die Regierung hier eingreift. Bei so einer Argumentationslinie bin ich ja direkt schon mal... Ist viel bedrohlicher, als es ist. Es besteht kein Bedarf, dass die Regierung hier eingreift, würde ich sagen. Genau. Schaut woanders hin, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Ja, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Lässt bei mir alle Alarmglocken läuten. Genau, jeder nur ein Schild. Ich bin für verbieten. Ja, Tracking verbieten bin ich auch total dafür. Also zack. Mal unabhängig von den großen politischen Debatten, es ist auch so unpraktisch. Wir haben zu Hause eingeteiltes Gerät und ich habe irgendwann mal angefangen, nach einem Geschenk bzw. nach so einem Wochenendurlaub zu googeln. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee, weil auf einmal, kam ständig die Werbung dafür. Ja, ich verstehe. Dafür gibt es ganz, ganz tolle Methoden, aber das hilft ja im Nachhinein jetzt auch nicht mehr, ne? Moment einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, genau. In dem Fall nicht drüber nachgedacht, ja. Ein ganz klassisches Problem. Ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Genau, und da ist es halt so, da hilft dir auch nicht, wenn dir jetzt jemand sagt, es gibt da eine schlaue Lösung, sondern es ist ja schon blöd. Aber ich sehe hier auch schon am BIP einen grünen Pfeil nach oben. Das ist ganz wunderbar. Unser Überschuss ist auf 16 Milliarden gestiegen. Zur Weltwirtschaft stand aber irgendwie zur Prognose da, dass sie stagniert. Also wir sollten nicht mit einem allzu großen Wachstum rechnen, vermutlich. Die Weltwirtschaft geht hier hoch? Ja, auf diesem Startbereich, dass du die Runde angefangen hast, da war eine Aussage, dass das stagniert. Ah, okay. Ich weiß leider gerade nicht, wo man das noch will. Genau da. Flaute. Ja, naja. Ist das jetzt die Flaute oder ist das schon das Ende der Flaute? Weiß ich nicht, ob das dann heißt, dass wir nächste Runde hier wieder einen Knick sehen. Könnte es auch sein. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich bin gespannt.
Ja. Wie geht's euch? Stagniert. Aber es ist immer nicht schlimmer geworden. Ja. Ja. Ah, da ist, da meldet sich noch jemand im, im Chat. Workbench on Fire. Ja, liebe Grüße auch dir. Herzlich willkommen. Wir haben schon, hallo? Ja, wir haben schon einiges gelöst und wir fragen uns gerade, welchen Hebel wir denn wo jetzt noch anfassen. Ach so, genau. Wir waren bei der Recht und Ordnungssache. Genau, es ging um die Legalisierung von Prostitution, glaube ich. Das war so eine Sache, die aus dem Chat kam. Also erstmal Überwachungskameras haben wir uns angeguckt. Dann haben wir hier Gefängnisse. Genau. Haben wir noch gar nicht angefasst. Manche argumentieren, dass die Bereitstellung einer Mehrzahl kahler und kalter Zellen das Einzige ist, was wir den Personen, die das Gesetz gebrochen haben, bieten müssen. Andere wiederum meinen, dass es ein höherer finanzieller Einsatz einer Resozialisierung der Gefangenen bei einer gleichen Bestrafung erlaubt und auch die Rückfälligkeit reduziert. Da bin ich auch dafür und wir sind hier auf einem relativ niedrigen Niveau. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen mal, also für, boah, für 300 Millionen, 320 Millionen mehr, okay, umfassende Umerziehung ist... Da schreckt mich der Begriff ab. Ja, genau, da schreckt mich der Begriff ab, aber wenn ich mir das gucke, Kriminalität und es wirkt sich ein bisschen auf Arbeitslosenzahlen auf. Aber ich denke, es ist... Auch. Von daher kann es jetzt kein Umerziehungslager sein. Nee, ich finde, hier sollten wir ruhig mehr Geld in Gefängnisse reinstecken. Ja. Das können wir tatsächlich machen. Wir sind gerade im... wir haben gerade einen Überschuss. Ja, wir haben das Geld, das ist gerade nicht, ja, die Frage. Und bei den positiven Effekten. Genau. Vor allem im Bereich Kriminalität und Arbeitslosigkeit. Ja, Arbeitslosigkeit immerhin 1%, also. Ja, und wir haben wieder mehr Mitarbeiter für den Staat gewonnen. Ja, richtig. Dann, wir hatten, das haben wir eingeführt, gemeinschaftsorientierte Polizeiarbeit. Hier haben wir noch nicht drauf geguckt, Geschworenengerichte. Das ist im Prinzip nur etwas, was die Liberalen freut. Ja, und außer, dass wir sie haben, ja, sagt jetzt immer noch nichts über die Qualität der Entscheidungen. Ja, hier haben wir Taserwaffen. Oh. Seltener Gebrauch. Wir haben was gegen Kriminalität und Gewaltverbrechen eigentlich getan und die Liberalen finden Taserwaffen doof. Wir könnten das sogar stornieren. Also ich wüsste gerade nicht. Also seltener Gebrauch, das ist doch schon mal irgendwie fair. Stornieren, ja, ich weiß nicht, ob dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass, dass einige unserer BeamtInnen zu den Schusswaffen greifen. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, ja, wie weit sich die Taserwaffe auswirkt. Aber ja, bei seltener Gebrauch könnten wir das von mir aus auch laufen lassen? Ja, könnten wir auch. Also so prinzipiell sag ich so, es gibt die ersten Erkenntnisse, dass gerade Taserwaffen, die mit Elektrizität, ne, du kannst halt nicht jemanden fragen, ob er nicht vielleicht eine Herzerkrankung oder einen Herzschrittmacher hat, bevor du eine... An dieser Stelle wird eine nicht tödliche Waffe auf jeden Fall tödlich. Ja. Das ist halt so das Problem. Und da sie als nicht tödlich gilt, wird sie öfter eingesetzt. Ist halt so. Aber ich würde es halt auch, es hilft uns gerade nicht bei unseren Problemen und es spart uns auch gerade keinen, also es würde uns nur einen geringen Anteil von Kosten sparen, aber ich finde es interessant, hier mal reinzuschauen. Was haben wir hier noch? Ah ne, Witness Protection Program haben wir abgeschlossen. Den Polizeiapparat hatten wir hochgedreht. Genau. Weil wir das Problem mit der organisierten Kriminalität hatten. Wir können den auch wieder ein Stück runternehmen. Es vermindert auch die... Ja, stimmt. Wir könnten dadurch ein bisschen Geld sparen. Ne? Also, wir haben... Unsere Kriminalität ist eh sehr niedrig. Ich würde mal sagen, wir könnten einfach hier auch nochmal zwei... Ja.
Aber es kostet relativ viel. Ich würde jetzt mal gerade das noch zurücknehmen. Polizeiapparat behalten wir mal im Hinterkopf. Rassendiskriminierungsgesetz. Das finde ich schön, dass das ja, hoch ist. Kostet auch überhaupt nicht viel. Ist in einem dem einen oder anderen Staat verfassungsmäßige Selbstverständlichkeit. Ja, würde ich mal sagen, wir das heben wir auf jeden Fall an, weil das kostet nämlich nur einen. Ja. Und es kostet auch was, denn das Wort ist nicht viel. Genau, und hier haben wir noch Handfeuerwaffengesetze. Da sind wir auf Lizenz erforderlich. Lizenz mit Mindestalter. Das hat uns noch gar nicht angeguckt, oder? Nee, haben wir noch gar nicht angeguckt. Ich bin für strenge Kontrollen. Strenge Kontrollen? Finde ich auch. Und kostet so gut wie gar nichts. Finde ich gut. Zack. Ach, ungenügend. Anheben, 40. Oh mein Gott, wir wollten... ist das ein US-amerikanisches Spiel? Das denn? Nee, die Entwickler kommen tatsächlich aus England. Hm. Wie sieht das mit den Waffengesetzen in Großbritannien aus? Das weiß ich, da bin ich tatsächlich komplett unbelegt. Ich auch nicht. Aber das können wir uns wirklich merken. Das finde ich sehr interessant. Ja, Handfeuerwaffengesetze. Wir könnten uns auch was sparen. So viel gar nicht mal, aber ja. Ach ja, auch Ministerin. Da war doch noch was. Hm? Die Ministerin. Ja, die Ministerin. Du hast recht. Hier, die gute Frau hat angedeutet, dass sie vielleicht bald mal mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen will. Dann könnten also wir die jetzt... Also so ist es. Hm? Sei ihr gegönnt. Ja, dann feuern wir sie mal. Die anderen sind jetzt auch ein bisschen reduziert und wir gucken mal, wen wir denn so finden können. Gewerkschafter und Patrioten mit 4,3. Momentan das höchste, oder? Ja, und vor allem auch Gewerkschaft und Patriot sind wir jetzt nicht so schlecht. Ja, das finde ich gut. Dann nehmen wir die doch mal. So, bei den anderen hat es jetzt ein bisschen gelitten, aber das geht auch wieder hoch. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!